Aber vor the Impulse Item DAX nicht. Jetzt ja, schon. Perfekt. Oh, stell ich mir Zusammenarbeit mit dir vor. Du stellst dir Zusammenarbeiten mit mir vor? Nein, eigentlich nicht. Wollte ich doch gerade sagen, sag mal, wovon träumst du denn des Nachts? Das ist ja... Bei dir. Ja. Das war mir klar. Echt? Ja, natürlich. Okay. Hallo, wer träumt denn bitte nicht von mir? Hm? Um ganz ehrlich zu sein, ich. Doch, du träumst von mir. Das nennt man Albträume, Emmes. Verstehst du? Ja, ja, das... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bleiben. Kann das so stehen bleiben? Das kann gerade so stehen bleiben. Bim, 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 bim. Ding, 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 ding. Fup. 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 Alright. Das sieht doch schon richtig schnieke aus hier. So, dann pulverisieren wir mal das Gold hier noch. Dann pulverisieren wir noch das restliche Eisen, was hier drin liegt. Ach, MS, MS, MS. Was ist denn? Ich habe so den Eindruck, dass diese Tätigkeit, die ich hier ausführe, allmählich eintönig für den Zuschauer wird. Ich glaube, ich sollte dich hier direkt die guten Arbeiten machen lassen. Nein, aber dadurch, dass du aufnimmst, muss man ja auch mal zeigen, wie es gemacht wird. Naja, das habe ich ja jetzt hinlänglich getan. Quatsch. Wo hängt es eigentlich schon wieder rum? Nirgends. MS, das ist eher stümperhaft. Ich weiß, dass du hier in diesem Raum warst und dann da runtergegangen bist. Ah ja. Guck mal einfach nachher mal mit MC-Edit drauf, was du da gemacht hast. Das geht schon. Auch in meinem Bunker. Mit dem Berlin. Wir haben Blau, Säure, Kapsel und genug Benzin, was? Nein. Nicht? Nein. Ich glaube auch nicht. Alter, was hier an Material rauskommt, das ist nicht mehr schön. Mhm. 10, 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 10. Unfassbar. Also Zinnbarren produzieren wir hier momentan echt am laufenden Band. Ich würde gern... Ja, das ist so... Ja, die Bitte, die ich in der letzten Aufnahme noch gestellt habe, ich hätte gern die Anlage dann irgendwie vollständig zusammengeschlossen. Anlage? Ja, die Barren alle hoch ins Lager. Die Stäubsken alle hier unten. Hm? Okay. Das ist nur für den Fall, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Okay. Weißt du jetzt, was du machen sollst? Hm. Mach das jetzt, sonst komme ich irgendwann auf dich zu. Ja? Ja. Und flehe dich an, das zu machen. Was? Dann sag ich... Nö. Dann muss ich das leider selber tun. Nee, was willst du machen? Also, ich war ja. Das habe ich dir jetzt nur hinlänglich erzählt, was ich da noch vorhabe. Ich habe gehört, außer dass ich in dieser Aufnahme nicht mehr.
Tja, wenn du mir nicht zuhörst. Ich warte einfach, bis die Folgen raus sind. Cheater. Was? pulverisiertes Zinn. Pulverisiertes Blei. Pulverisiertes Blei. Stopp, pulverisiertes Blei. Willst du nicht auch noch ein bisschen an pulverisiertem Zeug hier unten lassen? Also, Ja, aber das kannst du ja. Das kannst du ja im Zweifel wieder pulverisieren. Guck mal, ich hab hier Barren in der Hand. Mhm. Ja? Ich hab jetzt Zinnbarren in der Hand. Aha. Wenn ich die da reinschmeiße, dann siehst du, dass der Pulverisierer die Dinger gleich wieder pulverisiert. Okay. Ja, also das ist nicht schlimm, also das kann man, weil Energiesorgen haben wir ja keine, da hast du ja schon hinlänglich für gesorgt, dass wir diese Probleme nicht mehr haben. Absolut nicht, weil es laufen jetzt die Pulverisierer-Öfen plus, der Magmatiegel hast du wieder ausgemacht. Den Magmatiegel habe ich nicht abgeschaltet. Ja, aber der produziert momentan nicht. Der produziert nicht, das ist richtig. Ja, und Batterien sind voll, also... Wir haben genug Energie. Eben, das ist der Punkt. Selbst ich glaube sogar, wenn die alle zusammenlaufen würden, genug Energie. Das weiß ich gar nicht, ob das, das müssten wir mal ausprobieren. Geben würde. Theoretisch müssten wir das ausprobieren. Das Problem an der Ausprobiererei ist, dass wir gerade nicht unbedingt im Bedarf daran haben, so viel auf einmal rauszuhauen an Material. Wo? Boop, boop. Ding. Was? Hier. Ich räume halt hier erstmal alles leer, weißt du? Mhm. Guck mal. So. Die ganzen Nähterklamotten hier mal rauspulverisieren. Zack. Und zack. Was? Kennst du? Holzkohle braucht er. Kein Holzkohle? Kein Koks. Nee, der braucht Holzkohle. Ja, das habe ich jetzt auch fest. Du willst Stahl produzieren, oder was? Ja, ich will einfach mal ein bisschen Stahl produzieren. Du hast doch schon wieder irgendwas vor. Nö. Du produzierst doch nicht einfach so selbstlos Stahl, Mann. Doch. Nein, ich produziere Stahl. Selbstlos. Du nicht. Du machst das nur aus Eigennutz. Ich will leider widersprechen. Ich glaube dir das einfach nicht. Das ist... Du warst schon immer ein gefährlicher Mensch bei solchen Sachen. Ich? Ja. Du. Fuck. So, wie sieht denn das hier aus? Zwei. Ich brauche Baumstämme. Guten Morgen. Nimmst du dann bitte den einzelnen Redstone-Ofen dafür? Ja, ja, kann ich machen. Gut. Sehr, sehr gut. Schwipp, schwipp. Melalalalalala, schwipp, schwipp. Oh Gott. Was ist mit dir los? MS fragt, was ist mit dem Master los? Sehe ich diesen Master, wenn ich Master los? Brauchen wir ja nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Kannst du mal gucken, ob du sie im Tank irgendwie entleeren kannst? Das wäre cool, aber ich glaube nicht, dass das geht. Wir haben genug unten im Tank. Teeröl, meine ich. Ja. Wir haben genug. Mitterwurst, schmeiße halt fort. Ich brauche sie nicht. Ich hab's doch schon längst weggeschmissen. Voll der Verschwender. Wir haben 120.000. 120.000 was? MB im Anteeröl. Ach so. Läuft. Läuft bei uns. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Hey, das ist ein Unwort. Obwohl eigentlich ist es ein Unsatz, aber... Ja. Naja. Irgendwie hat gerade was an deinem Mikrofon gebrummt. Ich glaube, du hast dein Handy in der Nähe. Ja, relativ. Liegt schon ein bisschen weiter weg. Aber es könnte was ich alles merke, gewesen sein. Was kann es gewesen sein? Das Feuerzeug.
Okay. Das Feuerzeug brummt. Weiß ja nicht, wie sie es angehört hat. Na, brummend halt. So? Ja. Kannst gerne noch ein bisschen weiter weglegen, ist kein Problem. Nee, ich möchte das jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles egal. Jetzt. Okay. Wenn es Holzkohle ist. Ja, hier wird doch gut rausgefahren, das Material hier. Das sieht doch echt alles nicht so schlecht aus. Also das haut gut raus. Respekt. Hör mal an hier, wie die Ameisen im Lager. Mhm. Silberbarren, hatten wir eigentlich einen Barrel für Silberbarren? Nein, ich glaube nicht, aber Barren waren doch hier hinten, oder? Und nee, ja, oder? Da hinten, hast du Barren platziert. Warte. Zinn, Ferrös, Inbar, Silber, ja. Alles klar, weil sonst hätten wir jetzt mal ganz schnell die Overflow-Chests leer machen müssen. Oha. Abfahren! Was ist denn hier los? Wieso hängt denn meine Spielefigur ständig hier dran? Genau. Kannst du den einzelnen da hinten nehmen, bitte? Achso, du hast noch mehr? Ja, ich hab noch viel mehr. Du musst mal in die Kisten gucken. Lass mir doch noch einen. Nur eins, einen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Oh, hier sind überall auch noch einzelne. Das ist natürlich mal richtig blöd gerade. Lass mir nur den einen. Du hast 7 Stück. Nicht so gut. Was? Läuft nicht gut? Ja, jetzt habe ich einen Stack zu viel. Weil es da jemanden gibt, der mehrere Öfen braucht, um Holzkohle zu erstellen. Übrigens liegt die Holzkohle hier drin, ne? Mhm. Lass sie doch da drin. Nein, die stört mich da. Nimm die da weg, nimm die da weg! So. Was? Wieso stehen hier unten eigentlich noch überall Fackeln, du? Wir hatten das doch richtig ausgeleuchtet. Eigentlich müssten wir das alles mal abbauen. Und vielleicht sollten wir Helmut Kohl wieder wählen. Was? Ich weiß nicht, geistig irgendwie randomisiertes. Okay, ja. Dünn gefiffenes ist okay, und so. Ist okay. Du bleibst auf deiner Seite, ich bleib auf meiner Seite. Tu mal bitte einen Stack Eisenbarren mit. Danke. Hatten wir eigentlich für Quarz einen Dingens? Ja. Und wie sieht's mit den Dongens aus? Nee. Okay. Du meinst das normale Quarz? Da sind deine Eisenbarren drin. Ja, genau. Okay. Ja, hatten wir. Haben wir. Okay. Okay. So. Ming ming, 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 ming. Weil das bringt ja nichts, den in den Pulverisierer zu schmeißen. Das ist ja Blödsinn. Weil er halt da unten mit lag an der Pulverisiererkiste. Aber ich glaube, ich habe den da hingelegt. Ich bin mir da aber nicht sicher, ob ich das wirklich getan habe. Vielleicht warst es auch du und hast mir das dann einfach nur suggeriert, dass ich das war. Mhm. Genauso wie du vorhin meinen Rucksack verbrannt hast. Genau. Das war ich. Ich habe deinen Rucksack aus deinem Inventar geklaut und habe ihn dann in die Lava geschmissen. Weißt du, was das Schlimme ist? Ja, was denn? Ich würde dir das sogar zutrauen. Ganz ehrlich. Quatsch. Doch. Weil ich glaube, du würdest das machen. Du wärst dazu glatt imstande. Also von der eigenen Ethik her gesehen, weißt du?